Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Ein Sattelschlepper! Warum mache ich den Scheiß überhaupt? Naja, heute auf jeden Fall das Thema Sommer versus Winter. Was spricht für den Sommer? Es ist warm, die Sonne scheint, wunderschönes Wetter. 35 Grad ist schon was Feines. Aber mal ehrlich, Schwitzen ist mies. Man stelle sich vor, man hat ein Date und dann das. Scheißfleckenalarm! Gibt definitiv nichts Peinlicheres, außer wenn dein Date direkt ins Gesicht kotzt. Was spricht für den Winter? Der erste Schnee, die erste Schneeballschlacht und ultra geil Schlittenfahren. Oder halt auf einem abgeschraubten Deck Snowboard. Herzlich willkommen bei Upsi Pancho. Wir haben soeben einen neuen Clip reingekriegt, warum gucken wir uns ihn nicht direkt an? Oh, alles klar. Anscheinend. Denn dass so viel Schnee fällt, ist bei uns so selten, dass man es wirklich zelebrieren muss. Wenn man nicht gerade zum Beispiel in Bayern wohnt, wo es jeden Tag am Schneien ist. Von daher ist der Winter eher so bei uns einfach nur arschkalt. Weswegen man im Endeffekt nur zu Hause hocken kann. Mein Fazit da ja, eindeutig Sommer. Aber auf das Schwitzen könnte man nicht verzichten. Das ist ein wichtiger Prozess des Körpers. Ja, ist ja gut. Von daher, was sagt ihr zu dem Thema, lieber Sommer oder lieber Winter? Schreibt in die Kommentare, ich würde mich über eine Antwort freuen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Däumchen hoch. Und ich glaube, ich werde jetzt das schöne Wetter noch ein bisschen genießen. Auf einem abgeschraubten Deck Schnurrbohr. Guck mal, ob das hinkommt. Schönen Gruß übrigens an die drei Jungs von Waititi, da dieses Video eine Videoantwort ist auf ihr Thema Sommer versus Winter.